Warner Brothers Interactive Entertainment. Shiny Entertainment. Total wichtige Produktinformation, die sowieso niemand durchliest. Und damit willkommen zu einem Let's Play von Enter the Matrix. Ja, in Kürze kommt ja jetzt Matrix 4. Und ich dachte mir so, ach ja, ne, gucken wir mal, was gab es denn alles für Matrix-Spiele. Und ja, bin ich so durchgegangen, die waren alle nicht ganz so gut. Und ja, deswegen spielen wir heute eines von denen, die nicht ganz so gut sind. Und ja, schauen wir mal. Es ist halt, also Fans von Matrix mochten die Spiele, gar keine Frage. Aus heutigen Sicht sind sie tatsächlich nicht ganz so gut. Deswegen spielen wir es auch auf leicht, weil die Steuerung ist halt auch, ne, von Anfang der 2000er. Look at him. Like flies to cow pies, crawling over every drop we ever used. We didn't have a lot of time. A lot of time? Wrong, we don't have a little time. Look, I don't mean to be Mr. Naysay. But you really think you got a chance in hell at getting to that thing before they find it? I don't know, but that won't stop her from trying. Come on, Ghost. It's crazy. Sparks, how long have you been operating on this ship? 3 years. Then you ought to know by now. When she makes up her mind, you have one choice. You go with her, or you get the hell out of her way. Out of the post office. Is the drop still clean? Niobe, this won't be easy. Thaddeus was my friend. I knew him. He never used a drop before. He didn't trust him. Whatever's in that box cost Thaddeus his life and the lives of his crew. And I have a feeling if we don't get to it first, it's gonna cost us a whole lot more. So are you red or blue on this? You know me, Niobe. It's not a choice. It's a way of life. Because I know how valued my opinion is on this ship, I won't bother to tell you. But I think it's insane for you not to wait for a support team. And for the record, when I cart your bodies back to Zion, do you prefer cremation or the gardens? Sparks, your faith in us remains a source of personal inspiration. Well, I am what I am, and I do what I can. Then can you shut up and hit the button? Your wish, Captain, my captain, is my keystroke colon double backslash execute command. So, und damit kommen wir in die Charakterauswahl. Wir werden dieses Let's Play nur mit einem Charakter durchspielen, weil beide Spieldurchläufe unterscheiden sich jetzt nicht so krass. Der Spieldurchlauf mit Niobe hat meines Erachtens nach die bessere Level-Design-Entwicklung und so was. Mit Ghost ist halt, ja, also man hat mehr oder weniger selben Level, teilweise wiederum halt dann doch irgendwie mit kleinen anderen Dingen, die man tun kann, aber ja, Ghost ist halt mehr oder weniger so das Beiwerk zum Spiel und Niobe macht eigentlich so das Wichtige, was im Spiel wichtig ist und auch storyrelevant ist. Deswegen nehmen wir Niobe und dann mal gucken. Das wird schon irgendwie. Ladevorgang. Bitte warten. Ich klinke mich ein. Ich wusste gar nicht, dass der Eintritt in die Matrix so lange dauert. Okay. Why do you do that? Do what? Check your guns. You never know. It's a program. They get loaded every time the exact same way. Hume teaches us that no matter how many times you drop a stone and it falls to the floor, you never know what'll happen the next time you drop it. It might fall to the floor, but then again it might float to the ceiling. Past experience can never prove the future. So? So you never know. Here we go. Thank you.
We're in. You got 10 minutes. Until the post office closes. There's a ton of heat in the area, but the package is still untouched. The box number is 731222. Got it. And hey, can you ask Ghost if he doesn't make it? Can I have his boots? Her out. I'll get the package. Keep in touch. So, da sind wir. Soll gespeichert werden. Ja, komm, mach mal. Hier. Bitte von PlayStation 2 gespeichert. Bitte warten. Speichern abgeschlossen. Okay. Ladevorgang. Geschäftsschluss. Ja, bis zum Geschäft schließt, das kann schon mal ein bisschen dauern. So, und da sind wir. Ja, ich muss mich hier ganz kurz in die Steuerung halt noch einfuchsen, ne? Also der... wir haben ja einen Third-Person-Shooter und... ist halt nicht so, dass du den rechten Stick für irgendwas gebrauchen kannst. Wir haben auch Schlagen, Treten, Springen. Hallo, guten Tag. Hier, einmal zuhauen. Ich finde auch schön, ne, wie hier mehrere Tipps halt angezeigt werden. Und ja, es wird halt auch nur angezeigt, so, ja, ne, Tipp, Gegner hauen. Benötige Aktionstaste. Ich habe keine Ahnung, wie es die Aktionstaste ist, aber es hat irgendwie funktioniert. So, ups. Ja. Man sieht es im Spiel vielleicht an, es ist natürlich ein bisschen älter. Es hat jetzt auch schon... fast wie die Matrix-Filme an sich, bald 20 Jahre auf dem Buckel. Ja, und das sieht man, kann man nicht verstecken und hallo. Der will irgendwo hin. Gehen wir mal hinterher. Soll ich speichern? Ja, komm, mach mal. Warum auch immer ich schon wieder speichern kann, ich weiß es nicht. Eigentlich geht das Spiel noch woanders weiter, aber gut. Hinter den Kulissen. Bitte warten. I found a heavy mail elevator in the back corner of the main sorting area. It might still be operating. Thanks. Did you hear about the TCS report? The new cover sheets? Oh, you got the memo. This is the men's locker room. Ja, und? Mir egal. We ain't helping him. Also was Matrix grundsätzlich angeht, haben sie hier schon sehr viel richtig umgesetzt, was halt, ne, Matrix-bedingt gut umgesetzt ist. Ne, mit Umgebung zerstören, mit... kämpfen. Ich glaube, wir haben ja auch irgendwo zeitlupenmäßig irgendwie was. Ich weiß noch nicht mehr, welche Taste. Das ist okay. Ups. Ups. Das war ein Test. Kann ich das noch einsetzen? Nein, kann ich nicht. Okay. Hier komme ich nicht rein. Ist abgeschlossen. Hier komme ich nicht rein. Ist auch abgeschlossen. Ja, halt auch, ne, dass du halt Gegner irgendwie hier an die Spinne halt schlagen kannst. Und es gibt halt irgendwelche Effekte, ne, dass es halt dann kaputt geht, eindellt und. Was das angeht, ist wirklich schon sehr, sehr gut umgesetzt. Okay, mach so die Hände hoch. Okay. Hey, was willst du denn da? Ich hau dir in die Ferse. Ich schwör. Tod durch Fersen, tot. So, ich habe eine Waffe angesammelt. Wupptidu. So, der Pfeil da oben zeigt mir auch immer an, wo ich lang soll. Das ist echt ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe, ne? So, keine Mätzchen hier. Ich hab ihn erschossen. Schwör. Sowieso egal. Ich bin in der Matrix. Diese Personen gibt es alle gar nicht. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder auch. Wenn ich jetzt denke, so, hä, warum läufst du so komisch und drehst aber die Kamera? Das liegt daran, dass ich gar nicht die Kamera drehen kann. Das ist ein altes Spiel. Da dreht sich die Kamera mit, wenn ich mich bewege. Das, ja. Es spielt sich halt, was das angeht, schon ein bisschen
schwierig, ungewohnt. Hauptsache, wir hauen sie alle um. Das kann ich nämlich ganz gut. Solange ich den Fall folge, wird doch alles gut. Hey, hier, komm. Ich kann doch hier zeitlupenmäßig kämpfen, ne? Ey. Okay. Neuer Tipp, durch Glas springen. Okay. So in etwa. Okay. Hallo, guten Tag. Genau, legen Sie sich mal auf den Boden. Gut so, weiter so. Aus Ihnen wird noch was. Oh. Wer hat hier den Schlüssel versteckt? Was haben wir hier? Großen Button? Okay, ich drück mal. Das Tor ist auf. Ich gehe da durch. Rabim, rabam, rabum. Es gibt halt, ne, so zwei große Matrix-Spiele. Das eine ist dieses hier, das andere ist Matrix Path of Neo. Das ein bisschen später rauskam als dieses Spiel. Und beide haben halt bei sonstigen Kritiken halt wirklich nicht gut abgeschnitten. Es sind halt eher Spiele für Fans. Und wenn ich ein Matrix-Spiel spiele, dann halt schon irgendwie, ne? Geht gar nicht besser, als wenn hier ein neuer Matrix-Film rauskommt. So. Besser geht's gar nicht. So, wo soll ich denn jetzt lang? Irgendwo hier durch, aber ich muss das hier einmal öffnen. Guten Tag. Ja, er liegt am Boden. Der kann nicht mehr. Guten Tag, haben Sie hier mal irgendwie einen Hebel, damit ich da durch das Tor komme? Hast du einen Hebel? Warum hast du keinen Hebel? Hast du einen Hebel? Ausschritt in die Fresse. Hier, zack. Hast du einen Hebel? Hast du einen Hebel? Hab ich gefragt. Wieso antwortest du nicht? Oh. Weil er nicht antworten kann, okay. So. Kann ich hier? Ah, ich bin irgendwie durchgekommen. Wo muss ich durch? Gehen wir da lang. Security! Was mit mir? Achso, ich bin kein Security. Oh, egal. Junge, komm mir nicht zu nah. So. Ich geh nicht auf Kuschelkurs hier. Hallo, sagen Sie mal. Ja. Ich hab keine Waffe mehr. Ups. Schmeiß doch nicht die armen Leute hier durch die Gegend. So. Ein bisschen Waffen aufsammeln. Hab ich auch nämlich wieder welche. Ein Schuss, nice. Ja, ganz viel. Den komme ich ja sehr weit. Egal. Ein Schuss ist ein Schuss. Dann gebe ich mir einen Schuss. Ey. Toll. Der hat jetzt voll geholfen. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auf einfach spielen, weil sonst hätten wir da so das eine oder andere Problemchen. So, das Epizentrum. Das Spiel geht, meine ich, auch nicht sonderlich mega lange. Kannst Zäune klettern, beweg dich drauf und beweg dich. Okay. Okay. Guten Tag. Bam. Hier ist gar nichts. Ach, da ist einer. Wie, du hast keine Waffe. Oh. Wer schießt denn da? Kannst du mir sagen, wer da schießt und kannst du mir eine Waffe geben, damit ich auch schießen kann? Nein? Jetzt gibst du mir so eine halbleere Waffe, ne? Ich sehe das schon kommen. 7 Schuss. Tralalala. Okay. Das ist so ein Spiel, ne? Wo ich mir wünschen würde, ich könnte mir die Kamera irgendwie selbst irgendwie so ein bisschen drehen, so wie ich sie brauchen würde. Aber ist das. Bam! Du musst doch wehtun. Ja, hau doch mal die anderen. Die wechseln ist auch nicht so einfach, wie man denkt.
putzen so durch die Gegend, hä? Ey, 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 wer ballert hier, ey? Zu Ende geballert. So, kann ich jetzt hier durch? Ich muss bestimmt hier durch. Ah. I think they're expecting you. Cops are everywhere on that second floor. I'm calling your partner for backup. Okay. Speichern, ja komm. Automatisch speichern war ja damals noch nicht, ne? Damals halt auch, ne? Bis du irgendwie auf so eine Speicherkarte mal zugegriffen hast, du. Da ist aber auch schon. So. Unerwartetes Erscheinen. I thought security had the elevator covered. Guten Tag. Wollen wir guten Tag. Nö. Brauch ich mal was. Nee. So, wer hat hier noch? Keiner? Kanada in Kanada, okay. Guten Tag. Wir können nicht mal kurz, Alter. Ich hab hier so den typischen Wandlauf gemacht gerade. Ups. Ja. Also was das angeht, ist das Spiel schon cool. Ja, dass du halt sowas theoretisch machen kannst. Ob es jetzt auch noch nicht viel Sinn hat und so, ob sich das Spiel jetzt einbindet. Das haben wir hingestellt. Aber es ist möglich. Damals waren das halt noch alles so Dinge, wo man sagt so, das ist möglich. Shit, tear gas. Es hat halt noch alles kein It's really toxic. You gotta stay up high, away from that stuff. The cops are sealing the doors outside. Ghost is getting slowed down, so you're on your own for now. Okay, ich muss allein zurück. Okay. Hey, hey. Wo muss ich dann irgendwo da oben? Ja, wie soll ich jetzt da hochkommen? Ich bin doch fast tot durch das scheiß Gas hier. Ich weiß doch nicht, wie da oben jetzt wieder. Das hat mich so getan. Officer am Boden. Jo. Und jemand hat hier eine Gasmaske für mich. Ist das realistisch? Nein. Oh, ich bin tot. Würdest du wieder einchecken? Ja. Deswegen ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man in der Möglichkeit immer wieder speichert. Och, jetzt sind wir hier. So. Mitnehmen. Mitnehmen ist besser als liegen lassen. Ups. Guten Tag. Arschtritt in die Fresse! Ich hab dich gar nicht getroffen, aber du liegst am Boden! Ja. Was? Wo ist die Feuerwehr? Nee, jetzt nicht. Das können andere machen. Also. Das hat bestimmt viel getan. Und das auch. So. Wirf nochmal Tränengas, genau. Shit. Giftgas, wie auch immer. Hard to breathe. It's really toxic. You gotta stay up high, away from that stuff. The cops are sealing the doors outside. Ghost is getting slowed down, so you're on your own for now. Okay, also irgendwo da hinten muss ich jetzt. Und jetzt, ne?
Hat er gesagt, das ist getan. Achso, oh. Weißt du, wenn der automatisch von irgendwelchen anderen Spielen halt irgendwie den Stick benutzt, den rechten, und das alles nichts bringt. So, Medikit. So. Irgendwo da oben. Ja, das wird schon wendig mehr. Weil sie hat mir in der Cutscene gezeigt, ne? Aber meinte, ich krieg das jetzt noch irgendwie hin. Da geht's nicht durch. Verdammt. Damit ich hier irgendwie hoch muss. Komm ich nicht hoch. Das ist natürlich auch ganz toll. Weißt du, bis der andere Runde gefallen hast, hast du Arschkarte. Sackgasse. Dann könnte aber ruhig das Gas da weg sein. Suche eine Dachluke, nur so kannst du da raus. Okay. Ich krieg in der Regel Gesundheit. Cool. Aber so nicht. Gehen wir mal da hinten lang. Regal, die Frau. Hä? Ach so. Wir reden von mir so. So, jetzt sind wir hier quasi, wo wir vorhin waren, als die ganze Schießerei losging. Ah. Das hat nämlich vorhin nicht funktioniert, als ich da mal rüber springen wollte. So, hier haben wir die Dachluke. Okay, alles gut. Puh, okay. Arbeit ist verbracht. Die Umleitung. So. Dann wird es hier irgendwo in irgendwelchen Lager heilen. Von hier aus kann es nur schnell und zügig weitergehen. Aber wie das von hier aus weitergeht und ob wir unser Paket abholen können, das und vieles mehr erfahren wir dann in der nächsten Folge von Enter the Matrix. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.